Was könnte demnächst für dich wichtig werden oder auf dich zukommen? Das ist hier und heute die Frage. Liebestechnisch, berufstechnisch, allgemein, wir schauen mal rein in die verschiedenen Sparten, die Tendenzen. Ja, was denn so auf euch zukommen könnte? Wir fangen gleich mal an mit Beruf. Was für ein Thema ist im Beruf derzeit präsent? In der nächsten Sparte gehen wir auf die Liebe ein. Was könnte hier in Sachen Liebe, Herzensdinge, ups, upsie, 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 sehr viel könnte hier passieren. Oh la la. Liebesdinge, was könnte hier auf euch zukommen? Ihr wisst, Kollektivlegung kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Und jeder ist für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich. Dann nehmen wir diese als Zusatzkarte, wenn die zwei unbedingt als Paar fallen möchten. Und dann schauen wir noch allgemein die Tendenzen, was denn hier noch so präsent sein könnte um dich herum. So, am Unterdeck haben wir das Labyrinth, das Umfeld oder auch viele Menschen, die Verwirrung eben. Du darfst dich mitten reinstellen, erstmal nach dir als erstes sehen. Das Außen darf dich zunächst einmal weniger bekümmern. Schauen wir doch gleich mal rein. Beruf, was ist hier los? Wir haben entweder eine größere Firma oder Internetpräsent mit der Parkkarte. Vielleicht hast du auch mit vielen Kunden zu tun oder mit vielen Lieferanten. Wir haben die Uhr, ich schaue mal alle durch. Wir haben die Finanzen auf dem Kopf. Ich lege sie mal richtig rum. Es darf ein bisschen mehr Kohle fließen. Und wir haben die Mäuse. Ja, also, wenn du hier auf einen Beruf schaust, den du aktuell ausübst, fragst du dich, ob du hier überhaupt noch richtig am Platz bist. Denn das Geld reicht dir derzeit, ich würde es mal so sagen, hinten und vorne nicht, beziehungsweise du würdest dir mehr wünschen. Es sind Ausgaben, die vielleicht auch voranstehen oder eben vorne anstehen. Vielleicht möchtest du einen größeren Wunsch, vielleicht mal eine größere Reise unternehmen oder ein neues Auto bräuchtest du eventuell, weil deins schon altert. Oder vielleicht eine größere Wohnung oder eine kleinere Wohnung oder irgendeine Veränderung möchtest du gerne haben, kannst dies aktuell aber in diesem Job nicht ausüben. Oder aber du bist auf Jobveränderung und suchst eine neue Stelle im Außen, übers Internet, über Zeitung oder vielleicht auch eben im Umfeld, wer etwas weiß. Auf jeden Fall steht hier eine Veränderung an mit der Kuckucksuhr. Ja, vielleicht schreit jemand hier, Kuckuck, da ist ein Angebot für dich. Ja, vielleicht hast du auch schon ein paar Angebote in der engeren Auswahl, bist dir aber noch nicht ganz so sicher, ob du das auch stemmen kannst oder ob du finanziell hier auch weiterkommst und abgesichert bist oder ob du überhaupt von vorne nochmal anfangen sollst mit, ja, mit Probezeit und so weiter und so fort. Oder aber ihr steht kurz vor der Rente oder in der Rente und wisst nicht genau, ob das Geld euch reicht, ob ihr vielleicht noch einen Minijob annehmen sollt oder ähnliches. Ja, berufstechnisch, wie gesagt, dürft's, beziehungsweise Hobby- oder auch rententechnisch gehört für mich auch zur Arbeit dazu. Da dürft's ein bisschen mehr sein. Mehr geht ja immer, ne? Die Liebe, die Herzensdinge. Ui, da haben wir die Wölkchen. Wir haben das Kindlein. Wir haben das Haus. Wir haben den Ring und wir haben noch das Schiff.
Ja, dein Herz sehnt sich nach einer Verbindung, nach einer neuen Verbindung. Du bist hier dir noch im Unklaren, unsicher. Ja, vielleicht hast du auch Sorgen und Zweifel, ob es überhaupt noch einen Menschen in dein Leben schafft, der dich so akzeptiert, annimmt, liebt, wie du bist. Jemand Stabiles, der nicht hin und her flattert oder gar naiv ist wie ein Kind. Dennoch darf es eine freundliche Verbindung sein, eine offene, eine neugierige, wie die Kinder eben auch sind, aber eben nicht zu kindisch, also schon gefestigt, ein Stück weit erwachsen und dennoch nicht zu verbohrt, verbissen oder gar unflexibel. Das wünschst du dir. Vielleicht hast du schon jemand Neues, auf den du etwas, ja, ein Auge geworfen hast, weil hier die Sehnsucht oder auch die Reise ansteht. Vielleicht hast du Sehnsucht schon nach jemandem oder du möchtest auch gerne auf Reisen gehen. Ja, vielleicht wird es auch eine Single-Wanderung, die gibt es mittlerweile ja auch im Internet zu buchen, oder irgendwelche sonstige Single-Veranstaltungen, wo du hinreist, oder ja, vielleicht doch auch eine Busreise oder so, da lernt man ja auch verschiedene Menschen kennen. Oder du gehst allein mit dem Auto oder Zug oder Flugzeug irgendwo hin und hoffst, dass du hier vielleicht noch neue Leute kennenlernen könntest, männlich oder weiblich. Es müssen ja nicht immer gleich Partner sein. Es entwickeln sich oft auch schöne, herzliche Freundschaften. Mit den Wolken bist du hier noch ein bisschen am Zweifeln, aber die Sonne geht Richtung Zukunft, das heißt, du darfst hier voller Zuversicht nach vorne gehen, denn es werden hier neue Kontakte auf dich warten. Allgemein haben wir, na da schau her, die Liebe, die Herzensverbindung, die Aufregung, die Weisheit, die Kommunikation, auch die Schmetterlinge im Bauch, die Gespräche müssen nicht immer Diskussionen sein und wir haben einen Turm. Ja. Der Turm, der kann stehen für eine Selbstständigkeit, für eine Behörde, natürlich auch für eine großartige Veränderung, für einen, ja, Aufbruch oder Abbruch von Zwiespältigkeit, von Diskussion, Streitigkeiten, auch wenn es diese vielleicht gab, vielleicht in einer bestehenden Verbindung noch zu jemandem, das man aber abschließen möchte. Vielleicht steht hier sogar auch ein Scheidungsurteil an. Ansonsten eben darfst du mit dir nicht zu hart ins Gericht gehen, ja? Denn jeder Zweifel lässt dich verunsichern. Jede Verunsicherung bringt dir dann nicht das, was du ja haben möchtest. Du darfst dich konzentrieren auf das, was du haben möchtest. Eine Verbindung, eine herzliche Verbindung, eine stabile Verbindung, eine neugierige, aufgeschlossene, freundliche, glückliche Verbindung, die auch fließen darf. Ja, nicht nur das Finanzielle oben, man darf auch mit Gefühlen hier fließen. Und ja, der Turm heißt ja etwas Altes hinter sich lassen und was Neues dann zu starten. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und mit dem Labyrinth heißt es hier eben auch, wirf dich ins Tumult, ins Getümmel. Ja, es warten hier schon neue Leute auf dich, die neugierig auf dich sind, die dich gerne kennenlernen möchten. Also sei nicht so zurückgezogen, komm wieder raus aus deinem Schneckenhaus. Es darf jetzt, ja, was Neues beginnen. New beginning. Yeah. Don't worry, be happy now. Ne? Wer kennt das Lied? So, dann fragen wir doch mal die Twin Flames. Was steht denn da an neuen Verbindungen an? Bin ich jetzt mal gespannt, was haben wir denn hier noch dazu zu sagen? Wir haben die tiefe Verbindung. Misunderstood. Ja, Missverständnisse. Lost Soul, eine verlorene Seele. Ui. Releasing, moving on, walking away, zusammengehen. Letting go, lasst uns gehen. Districted, ne, Change, was verändern. Und wir haben, ja, aneinander gebunden zu sein oder gefesselt zu sein, auch ein bisschen unflexibel. Wie gesagt, das darf man ablegen, ja. Komm raus aus deinem Schneckenhaus. Mit den Missverständnissen, das könnten hier auch Diskussionen eben sein.
Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr steckt. Auf jeden Fall, werd lockerer, werd flexibler, werd nicht so verbissen mehr. Na, lass das Verbissene bisschen los, denn dann kann es erst tiefgründig weitergehen, wenn du dich hier der Herzöffnung wieder bedienst. Denn wenn du offene Herzen empfangen möchtest, dann darfst du dies auch erstmal vorleben. Ja, sei du das Idol auch für andere. Change, was verändern, hier mit dem Turm raus aus dem Schneckenhaus, wie gesagt. Und ja, lass dich fesseln von Herzen wegen, aber nicht von anderen Energien. Lass dich nicht ausbremsen, lass deine Träume nicht platzen. Egal in welchem Alter du bist, die Liebe und Herz und Seele kennen ja kein Alter, ja? Da ist das irdische Alter Wurst egal. Banane, kann man auch sagen. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Sehr schön. Schauen wir mal, was die Herzkärtchen hier noch dazu sagen. Ganz, ganz viel. Wow, Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Na, habe ich's doch gesagt. Lass das Misstrauen los. Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Falls du hier noch irgendwo in einer Sache verstrickt bist, emotional oder sonst irgendwie gebunden, verletzt bist, lass es hinter dir. Geh frohen Mutes nach vorne. Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Genau um das geht's. Glaube daran. Zeit des Nachdenkens gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Bedenkzeit zu. Ja, falls ihr hier eben noch keinen Innenausblick habt, dann sind es die Seelen, die sagen, wir brauchen noch ein Momentchen. Ja, wir haben noch irgendwas zu erledigen, zu klären. Wow, und was von Abschluss, Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr, ihr hoffentlich auch nicht mehr. Lasst es auf euch zukommen. Schaut, dass ihr geklärt seid, euer Umfeld geregelt, eure Finanzen soweit stabil sind, dass ihr hier nicht zu viel Gedanken hineinwerfen müsst, sondern wirklich euch darauf konzentrieren und fokussieren, was ihr ja im Prinzip möchtet, nämlich das hier, ja, die Liebe, Liebe, und es ist so schön auf das Gefesselte geflogen. Das heißt, ihr möchtet die stabile Verbindung, kein On-Off, kein flatterhaftes, kindisches Gedue, ne, wo man nicht weiß, wo man hingehört oder was man möchte oder mit wem man möchte, die Optionen auskosten und so. Das möchtet ihr nicht, sondern ihr möchtet wirklich eine fesselnde Liebe, nichts weniger als das. Jawohl. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund oder werdet gesund, je nachdem, wo gerade euer Stand ist. Und seid zuversichtlich, lasst es fließen. Auch ihr habt die Liebe, Liebe verdient. Bis dann. Tschüss, deine Orakelnixe.